Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Morgen, DAX Index Webinar von Admiral Markets. Mein Name ist Roman Kotianski. Herzlich willkommen. Auf Ihren Bildschirmen müsste jetzt in dieser Sekunde die Folie mit dem Risikohinweis erscheinen. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden oder eher nicht für jeden Anleger geeignet. Sie wissen sicherlich, das gehört zu der obligatorischen Information. Sehr wichtig zu verstehen, dass bei den Webinaren von Admiral Markets es nicht darum geht, etwas nachzuhandeln. Admiral Markets betreibt Execution Only, wird niemals persönliche Anlageberatung anbieten. Wenn Sie etwas ausprobieren wollen, was Sie in den Webinaren gesehen haben, dann machen Sie es bitte erst auf einem Demokonto. Und wenn es dann soweit ist, wenn Sie wissen, was Sie tun, wie Sie es tun, warum Sie es tun, können Sie es gerne auch auf einem Echtgeldkonto ausprobieren. Und ich begrüße unseren Moderator Heiko Behrendt. Heiko, guten Morgen. Du bist online. Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen da draußen in die Runde, sozusagen. Super Ton. Jo. Jo, perfekt. Jo. Perfekt. Das hört sich doch gut an. Gut, gehen wir mal rüber auf meinen Bildschirm und sicherlich hat der ein oder andere Teilnehmer nun im gestrigen Handel bestimmt auch schwitzen müssen, vielleicht, und fragt sich, was war denn das gestern? Und das wollen wir jetzt als erstes mal uns anschauen. Wir schauen uns, oder ich mache es einfach mal auf den gesamten Bildschirm. Wir schauen uns mal den gestrigen Tag nur an. Und der gestrige Tag war eigentlich geprägt von, so machen wir es hier so, von wenig Volatilität. Das heißt, ich krieg's nicht so drauf, wie ich es gerne hätte. So machen wir es so. Der Tag war gestern ja geprägt von wenig Volatilität bis um 13:40 Uhr. Also da ging es ja dann los hier ab. Ab da kam dann plötzlich eine Verkaufsorder in den Markt rein, eine sogenannte Hedge-Order oder sogar OTC-Order, die den Markt relativ schnell und deutlich nach unten drückte und den DAX sozusagen aus seinem Märchenschlaf herausriss. Und die Order wurde dann auch typischerweise wieder recht stark eingedeckt. Und ich sage jetzt mal, ohne Amis hätten wir ja durchaus die Chance gehabt, komplett das Reverse zu sehen. Dann haben wir auch die US-Börsen aufgemacht und in den US-Börsen lief ab Anfang an ebenfalls eine ähnliche Future-Order, die auch den DAX wieder erneut nochmal nach unten drückte. Und der DAX stoppte an einem doch recht interessanten Niveau. Dieses Niveau hatte ich Anfang der Woche oder sogar, glaube ich, letzte Woche schon mal benannt gehabt. Dieser Bereich von 12.660 Punkte und sogar noch ein bisschen tiefer, aber 12.660 hatte dann am Ende ganz gut gehalten und dann gab es noch mal eine Bewegung nach oben. Also das nochmal zum gestrigen Verlauf. Also das sind solche genannten Future Orders. Erkennt man daran, dass sie recht massiv laufen und ja mit einer brachialen Gewalt reinkommen. Wenn wir hier nochmal ganz kurz vielleicht sogar auf den 1-Minuten-Chart nochmal reingehen und uns das ganze Thema nochmal anschauen, dann sehen wir, wie brutal das halt ist. Und es ist halt kurz und heftig. Das heißt, wir sehen das jetzt hier nochmal im 1-Minuten-Chart. Das läuft 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, da ist die erste Welle durch. Und dann nochmal 2, 3 Minuten, also 2 Minuten. Und dann ist so ziemlich der Hauptteil dann durch. Ja, also relativ typisch, denn hier um 14:30 Uhr gab es dann nochmal Zahlen. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann gab es diese Eindeckungen, die auch typisch sind. Und genau das gleiche dann auch hier mit AMI-Eröffnung, dann kurz danach dann auch 1, 2, 3, 4 Minuten. Also solche Orders sind kurz und heftig. Wichtig, dass man oder an solchen Orders sieht man, dass Stops ja doch sehr, sehr wichtig im Markt sind. Denn wenn man hier irgendwie auf eine Unterstützung oder irgendwas spekuliert, dann wird man hier ja erstmal schön ins Bodenlose gerissen, wenn man hier entsprechend keine Stops verwendet. Ja. Und ja, da sollte man nicht dagegen drin sein. Wenn man sowas sieht, kann man auch mit drauf springen. Wichtig, man muss ja antizipieren können, dass das eine Future Order ist. Gut, okay, das soweit mal zu dem Rückblick. Denke, vielleicht für den einen oder anderen interessant als Erklärung, was das nun gestern war. Und wir schauen uns jetzt erstmal, bevor wir wieder in den heutigen Ausblick reingehen, schauen wir uns erstmal an, was denn so entsprechend im Tages- und im Wochenchart da abgeht. Das heißt, ich mache jetzt mal hier halt Quatsch den Wochenchart mal auf. Ich sehe ihn gerade nicht. Bin ich doof? DAX Weekly, DAX Daily. Nee, den hier. So. Und DAX Weekly. So. Jetzt Bild anordnen. Bisschen rüberrutschen.
So, machen wir jetzt mal alles schön. Text, da ist er. Anpassen. So, ha, Schnieke. Gut, also den Rückblick habe ich gerade erklärt. Und auch das typische Verhalten können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten schauen wir uns erstmal auf der linken Seite, haben wir den Tageschart, rechte Seite den Wochenchart. Wir haben ein neues Allzeithoch gesehen, das sage ich, warum ist das nicht eingezeichnet? Ich habe es auch eingezeichnet. Wir haben ein neues Wochenhoch, ach so, ja, genau, ich habe es deswegen nicht eingezeichnet. Genau, ich habe es deswegen nicht eingezeichnet, weil in der Woche, wenn wir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nehmen, haben wir im Handel von 8 bis 22 Uhr, jetzt erinnere ich mich, von 8 bis 22 Uhr haben wir kein neues Allzeithoch gesehen. Das heißt, hier kann ich leider nicht im Wochenchart kann ich leider die Uhrzeit nicht bestimmen. Das macht er mir nicht. Das heißt also hier, das hier oben, das ist so ein bisschen nicht existent für mich. Leider lässt sich das aber hier nicht vereinbaren im Wochenchart oder ich habe es vielleicht noch nicht richtig eingestellen können. Also das Allzeithoch für mich ist repräsentativ bei 12.832,5 Punkte. Bis dahin hat der DAX die Woche recht gut korrigiert. Und wir haben hier entsprechend jetzt eine höchstwahrscheinlich eine bärische Woche. Gut, der heutige Tag ist ja noch nicht vorbei. Und man kann sagen, je höher der DAX geht, desto bullischer das Ganze für die nächste Woche. Je weiter oder je tiefer es geht, so muss man sagen, desto bärischer wird das Ganze, aber nur bärisch im Sinne einer Korrektur innerhalb der Aufwärtsbewegung. Also wenn wir jetzt den Wochenchart hier mal ein bisschen zusammenziehen, darf das Ding ruhig auch ein bisschen korrigieren. Ja, aber der Tag heute ist noch nicht fertig und damit auch noch nicht die Woche. Von daher, es kann unter Umständen noch was passieren. Interessant eigentlich ist, mit der Wochenkerze aktuell ist nicht wirklich was anzufangen, eher dann mit der nächsten Woche, wenn wir dann einen Referenzpunkt haben, nämlich die 12.660 als aktuelles Wochentief, ist dann für im Tagesschatten für die nächste Woche ein sehr interessanter Referenzpunkt, um dort zu beurteilen, ob wir mehr eine Konsolidierung bekommen auf hohem Niveau oder mal eine Korrektur bekommen und der DAX eventuell da noch ein bisschen weitergeht. Gut, so steht das auch hier geschrieben. Fazit, Wochenchart, Trend ist intakt, Rücksetzer zu erwarten. Auf Tagesbasis sehen wir jetzt mehr oder weniger, dass wir so langsam eine nach zwei sehr engen Tagen nun eine, ja, mit dem gestrigen Ausbruch und dem Reverse eigentlich eine sehr interessante Konstellation haben, denn wenn ich mal hier die Linie anpasse, dann kann das, wenn wir heute oberhalb der 12.700 hier handeln, also dem Tagestief vom Dienstag und vom Mittwoch dieser Woche, dann sieht das eigentlich ganz recht gut aus und wir könnten hier vielleicht sogar direkt in den Bereich von 12.772 laufen. Durchaus möglich, sehe ich jetzt gar nicht so verkehrt. Der Abpraller war auf alle Fälle recht wichtig, denn damit etabliert sich dieser Preisbereich aus dem Tageshoch vom 4.5., Tagestief vom 8.5. und Tagestief vom 11.5. als einen sehr ja, als ein sehr wichtiger Bereich, der optisch auch sehr gut auszumachen ist. Das heißt, allein dadurch, dass der Markt an diesen Bereichen gehalten hat, führt ja unbewusst dazu oder bewusst dazu, dass an diesen Bereichen später mal Handlungsaktivitäten stattfinden werden. Also und bedeutet, das heißt, wenn der Markt wieder dort runterfällt, werden wir höchstwahrscheinlich dort ein ähnliches Verhalten sehen wie auch nun im gestrigen Verlauf. Also von daher scheint sich hier eine sehr gute Marke zu etablieren. Ansonsten, hier haben wir das Tagestief vom Dienstag und vom Mittwoch. Wenn wir da drüber bleiben, dann gehe ich davon aus, dass wir entweder zurück in der Range sind, also in der Range auf Tagesbasis, oder dass wir hier entsprechend sogar Richtung 12.272 und eventuell sogar höher gehen, wenn entsprechendes Kaufinteresse doch drinne sein sollte. Aber ich habe es auch hier geschrieben, aufpassen muss man aber, falls heute aus dem Nichts nochmal so Hedge-Aktivitäten kommen. Wie gesagt, die kündigen sich nicht an, die poltern sozusagen relativ schnell innerhalb von 2, 3 Minuten durch und werden dann entsprechend ja plötzlich und abrupt stoppen. Dadurch, dass das gestern so eingesetzt hat, muss man schauen, ob eventuell heute nochmal sowas einsetzt. Also bisschen Augen auf um die Mittagszeit. Solange aber sowas nicht kommt, sehe ich den DAX eigentlich heute relativ positiv. Ja?
Und sieht auf Tagesbasis sehr, sehr gut aus. Wir hatten, und das haben wir auch nicht so oft, wir haben in Summe 3 Inside Days in Folge gehabt. Also das heißt, die größte Kerze war letzte Woche Freitag, darin verschachtelt die Tageskerze vom Montag, das ist der erste Inside Day. Dann am Dienstag der zweite Inside Day, der verschachtelt war in Montag und Freitag. Am Mittwoch nochmal ein Inside Day, der verschachtelt war sozusagen im Dienstag, Montag und Freitag. Also die Handelsspanne immer kleiner geworden. Gestern der Ausbruch, der aber nicht nachhaltig bestätigt wurde. Und das ist immer recht positiv. Gut, gehen wir mal runter in den Intraday-Chart und dann schauen wir uns das ganze Thema an, ob wir hier welche Szenarien wir dann für heute aufstellen können. So, da muss ich jetzt, wo ist jetzt mein, hier mein, wo wird, so, 5 Minuten, halt, ja, Offline-Chart, da ist er. So, von den Nachrichten, ich habe es mal hier in meinen Offline-Chart reingemacht. Nachrichten ist ja, hat der Admiral Markets so ein schönes Tool. Das heißt, hier um 9 Uhr gab es heute, ach, um 8 Uhr gab es heute hier entsprechend Zahlen aus Deutschland, die veröffentlicht worden sind. Entsprechend um 11 kommen nochmal Zahlen, also müssen wir immer entsprechend eine Stunde abziehen. Quatsch, doch. Um 9 Uhr ist 8 Uhr, genau, und 12 Uhr ist 11 Uhr. Genau. Hier entsprechend nochmal Zahlen. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Somit hat man, weiß man auf alle Fälle, wann hier entsprechende News rauskommen. Also das heißt, das Tool kann man sich ruhig installieren. Nennt sich Admiral Markets Kalender. Ja. Gut, so hat man, vergisst man nie wieder was und das ist auch sehr schön. In dem Sinne schauen wir uns mal jetzt den, was alles, was so Schönes auf uns wartet, so wollte ich sagen, schauen wir uns in diesem Sinne mal an, was der DAX uns heute eventuell zu bieten hat. Ich habe unterschiedliche Szenarien und Ausblicke wieder aufgestellt. Ein Szenario läuft eigentlich schon relativ gut. Bedeutet oder sieht wie folgt aus, dass wir hier mit den 2 roten Linien, das sind die Tagestiefs vom oder jeweils Tagestief vom Dienstag und vom Mittwoch dieser Woche. Und mein erstes Szenario ist halten von dem Tagestief von Dienstag und Mittwoch, also über 12.700. Kommt es zur Erholung, dann Ziel Gap Plus bis 12.737. Darüber müsste es schon deutliche Käufe in der Kasse geben, damit der Markt weiter steigen kann. Also schauen wir uns mal an, was damit gemeint ist. Das heißt, der DAX hat heute etwas tiefer öffnet, geht bereits jetzt schon vorbörslich, also vor 9 Uhr in Richtung Gap Close. Und jetzt heißt natürlich nun, wenn der DAX da oben mal steht bei 12.737, kommt er dann noch etwas höher. Ich schiebe das Bild mal zusammen. Die 12.737 ist für mich auch ein relativ ja, interessanter Preisbereich aus der wenn man jetzt hier mal eine charttechnische, also eine horizontale Linie reinzieht, ist es durchaus ein interessanter Preisbereich vom Mittwoch auch her. Wir haben hier Hochpunkte, Tiefpunkte, die um diese Linie plus minus, ich sage jetzt mal, 3, 4 Punkte drumherum liegen. Das heißt, wenn man jetzt hier, sieht es vielleicht nicht ganz so schön aus, aber wenn man hier mal, sage jetzt mal, eine daumendicke Linie nehmen würde, ja, also so ein bisschen, eine daumendicke Linie nehmen wird, das ist jetzt ein dicker Daumen, so, ja, dann ist das eigentlich ein sehr interessanter Preisbereich und da müssen wir halt gucken, ob wirklich Käufe in der Kasse sind. Wenn die Käufe in der Kasse sind, sehe ich sogar den DAX durchaus wie aus dem Tageschart heraus analysiert Richtung 12.772 gehen. Also bis dahin ja, darüber müssen wir mal gucken halt, ob die Kasse entsprechend kauft oder nicht. Und dann könnte der Markt tendenziell bis in Richtung 12.772 gehen. Er muss natürlich dann noch einzelne charttechnische Widerstände brechen. Das wäre vielleicht dann nochmal hier der Preisbereich um 12.750 als Marke, die vielleicht recht interessant nochmal ist. Aber tendenziell wäre das dann mein Ziel auf der Oberseite. Sollte wirklich richtig stark was drinnen liegen im Markt, dann von mir aus kann es auch noch höher gehen. Ja, aber weiter würde ich jetzt mal gar nicht so blicken. Das wäre eigentlich so mein bisher favorisiertes Szenario. Vielleicht für die, die unbedingt noch Short handeln wollen, sollten halt schauen, wie verhält sich denn der DAX hier oben an dem gestrigen Abendhoch oder hier in diesem Bereich um 12.750. Kommt dort jetzt nichts nach, dann kann man vielleicht hier oben
die Short-Seite eventuell handeln. Warum? Ich überspringe mal ein Szenario. Das Szenario wäre dann die Woche auspendeln lassen. Würde bedeuten, so wie es jetzt auch die Woche war, am Vormittag nicht so viel Action. Bedeutet, dass wir ja, uns mehr hin und her bewegen. Und sollte das der grau markierte Preisbereich oben sein, dann tut sich da durchaus die Option hervor, dass wir hier vielleicht die Short-Seite favorisieren. Dann als erstes mal die 12.711, das Xetra Gap Close, entsprechend hier testen sollten, welches ja ab 9 Uhr, jetzt hätten wir ein App, also wir haben hier zwei unterschiedliche Gaps. Ab 9 Uhr hätten wir sozusagen ein Up-Gap. Also das heißt, wir öffnen über dem Schlusskurs im Xetra-DAX von gestern und im DAX, der bis 22 Uhr geht, haben wir heute tiefer eröffnet. Also das ist so ein kleiner Zwiespalt. Könnte durchaus sein, dass die Kasse dann nochmal ein bisschen verkauft und der Markt Richtung 12.711 geht. Sollten wir noch die 12.707 bis 12.703 brechen, dann wäre das halt für das Pendeln im Markt durchaus diese Option. Das heißt, wenn das oben der graue Preisbereich oben ist, schauen wir mal bis zu 60 Punkte runter oder 40 Punkte runter. Das heißt, wir finden hier irgendwo in diesem Preisbereich dann unsere Unterstützung. Der Markt würde wieder nach oben gehen und dann hätten wir sozusagen das Auspendeln. Ja, so, das wäre die eine Option noch. Für die, die vielleicht Short handeln wollen, müssen gucken, ob da oben eventuell Widerstand, auch Widerstand besteht oder der Widerstand bestätigt wird. Okay, für alle oder für die, die richtig stark Short denken oder falls wir unterstellen sollten, dass wir nochmal diese Hedge-Aktivitäten eventuell sehen. Das heißt, bis zum Mittag erwarte ich mehr oder weniger so ein bisschen die Range, eventuell leichte Tendenz. Müssen wir halt mal gucken, ob die sich einstellen kann. Also mehr oder weniger erwarte ich halt am Vormittag, also tendenziell diese Range, wie wir es auch gestrigen Handel gesehen haben, am Donnerstag, auch am Mittwoch hatten wir diese Range am Vormittag gesehen. Und ja, kommt dann zur Mittagszeit die eventuellen Hedgeverkäufe hier rein, also achtet so alles so Richtung 13 bis 14 Uhr, höchstwahrscheinlich, ja, wenn der Verkäufer nochmal da ist, dann drauf schauen, wie geht der Markt durch die 12.700. Wie gesagt, die Dinger kommen aus heiterem Himmel, ist schlecht zu analysieren, nur dass, wenn sie offen sind, kann es durchaus sein, dass unterhalb der 12.700 nochmal richtig Druck reinkommt und wir durchaus bis in Richtung des Tagestiefs und damit auch des Wochentiefs dann handeln werden. Und ja, sollte sich das komplettieren auf der Unterseite, wären sogar neue Wochentiefs möglich bis in den grauen Preisbereich. Das sehe ich jetzt aktuell aus der aktuellen Ist-Situation zwar nicht, aber das wäre jetzt das Crazy Friday Szenario Richtung 12.620. Ist bis jetzt aus der aktuellen Sicht nicht zu analysieren, aber sollten wir Tendenzen sehen und vielleicht am Nachmittag nur als Beispiel bei 12.660 stehen und die Amis irgendwie, weiß auch nicht, was denen wurmt eventuell, dann könnte hier nochmal doch ein stärkerer Abverkauf zum Wochenende kommen. Aber wie gesagt, aktuell mein Hauptszenario ist das erste Szenario, eventuell sogar Käufe in der Kasse. Ziele wären Richtung 12.772. Gut, habe ich es ja pünktlich geschafft. Und kopiere mal das Ding rein. Und dann schauen wir mal, wie, was noch für Fragen reingekommen sind und würde dann hier entsprechend darauf antworten. So, lass uns das machen. Genau. Ja, hätte niemand gedacht. So, aber gib mir bitte eine Sekunde. Ich bin heute ausnahmsweise über Mac drin. Da ist es ein bisschen anders. Weshalb erwartest du Hedgeverkäufe zur Mittagszeit? Ja, weil, weil sie gestern halt auch zur Mittagszeit kam. Also nur deswegen, ja. So. Also nur deswegen. Also wie gesagt, man wird sie nicht, ich kenne ja denjenigen nicht, der die Order aufgibt. Aber wenn ich ihn kennen würde, würde ich es auch nicht sagen. Da würde ich halt sagen, warten, bis er kommt. Aber am Ende kam er ja nun auch zur Mittagszeit und es ist manchmal so, dass genau in der Phase passiert, wo man am wenigsten erwartet, wird das Ding da einfach durchgeprügelt. Warum auch immer, man will es halt so haben. Ich sag mal so, die Manager stehen einfach nicht um 7 Uhr auf, sondern irgendwo gegen 11 und gegegen 12 fangen die dann an. Oder so. Was, wo ist heute der Point of Control? Der Point of Control, ich habe es nicht reingeschrieben, ist bei 12.720.
Ich kann es auch dazu schreiben, die Value Area High ist bei 12.772 und das Value Area Low ist bei 12.667. Also wir haben eine relativ breite Range, in der wir auch pendeln können, weil natürlich ja, das Ganze auch gestern so volatil war. Nächste Frage. Auf der bullischen Seite siehst du das Ganze sehr begrenzt? Fragezeichen. Naja, ich sehe es halt also erstmal begrenzt bis in den grauen Preisbereich. Wenn wir aber über dieses graue Feld rübergehen und wir wirklich Käufe sehen, dann wie gesagt 12.772, also für heute. Also ich sehe jetzt, von mir aus kann auch ein neues Allzeithoch kommen, aber es sind ja natürlich offensichtliche Widerstandsbereiche hier oben und da muss man halt die Frage stellen, wer kauft denn heute, also die Frage, man hat es ja auch denn an dem Freitag davor gesehen, also ich meine, wenn man kaufen muss, muss man halt kaufen, ja, also das kann sich natürlich auch ein Feuerwerk auslösen wie am Freitag, also habe ich nichts dagegen. Aber jetzt aus der aktuellen Ist-Situation würde ich erstmal sagen, wir denken in Etappen bis 12.772. Dann kommen ja noch die 12.784 als Widerstandsbereich von 3 Tagen. Klar, wenn eine Kauforder am Markt drin ist und man rein muss oder rein möchte, rein will, was auch immer, dann darf das von mir aus auch ein neues Allzeithoch geben. Also da habe ich persönlich jetzt nichts dagegen. Aber ich muss jetzt erstmal auch sagen, Widerstände sind Widerstände und weiterdenken kann ich, wenn der Widerstand gebrochen ist. So würde ich es mal sagen. Gut, nehmen wir so hin. Spielt die Tatsache, dass der DAX überkauft ist, keine Rolle bei deiner Betrachtung? Nö, spielt gar keine Rolle. Also ich gucke auf solche Indikatoren nicht, von daher spielt das keine Rolle. Okay, dann. Habe ich früher am Anfang mal. Vor 10 Jahren habe ich mal sowas oder vor 15 Jahren habe ich noch mal auf sowas geguckt, aber das hat mich so viel Geld gekostet, global oder insgesamt betrachtet, dass ich auf sowas nicht mehr achte. Okay. Sollte die Wochenkerze rot werden, wäre das ein Zeichen für Short? Nein. Also Short, ja, also gut. Erstens, eine rote Wochenkerze heißt erstmal tendenziell gar nichts. Bedeutet, solange die Kerze nun auch hält, also nächste Woche wir zum Beispiel die 12.660 überhaupt nicht unterschreiten, setzt sich einfach nach einer Korrekturwoche der Trend halt einfach fort. Sowas hat man auch öfters mal gesehen, dass also, oder wenn man jetzt mal allgemein auch die Folgewochen sieht, wo denn im Trend was nach unten ging, nach einer schwarzen Woche, muss man ja nur ganz kurz zurückschauen, da ging ja nicht viel nach unten. Also gut, da ging es halt nochmal 200 Punkte tiefer, ist jetzt aber auf Wochenbasis relativ human. Also für einen Wochenchart-Trader oder für einen Fondsmanager eigentlich nicht der Rede wert jetzt. Und vielleicht sieht man es nochmal, auf was ich schauen würde, wäre halt. Oder ich würde jetzt erstmal sagen, gut, das kann hier zum Beispiel so eine Wochenkorrektur kommen, aber wenn die nächste Woche gleich höher geht, dann würde ich da schon mal aufpassen und würde das jetzt nicht als Short-Signal tendenziell nutzen, sondern würde sagen, es ist eine Korrektur im kleinen Zeitrahmen natürlich, im Intraday-Bereich werden sich auf alle Fälle dann daraus Short-Chancen ergeben. Aber jetzt das Short zu handeln, bringt nichts. Also kein Fondsmanager wird einfach freiwillig jetzt sagen, das ist ein Short-Signal und ich verkaufe mal. Das macht keiner. Ja. Vor allem nicht, wenn er um 11 aufsteht. Genau, Na, ja. müssen wir auch. Das kommt noch hinzu. Ja. Genau, 8:55 Uhr, das heißt 6 Minuten haben wir noch. Lass uns vielleicht noch ein paar Märkte anschauen, was offen ist, was deiner Meinung nach interessant sein könnte. Und dann werden wir die Teilnehmer auch schon in den Handel entlassen. Warte, ich muss mir hier nochmal schnell die Kopie machen. Ich habe jetzt mir gar so wirklich andere Märkte nicht angeschaut, aber wir können ja einfach mal durchklicken. Also Brent erholt sich ja gerade ganz gut, ist wieder über den alten Unterstützungsbereich, also grün da durch. Hier gab es jetzt auch wieder News. Ich habe es leider nicht wirklich News, glaube ich. Irgendwas hatte die OPEC geschrieben mit, dass sie sozusagen das Angebot verknappen wollen, irgendwie. Irgendwas Neues war geplant, Stützung des Ölpreis. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich hatte nur Stützung des Ölpreis durch irgendwas, nur eine Headline gelesen. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Müsste nochmal gucken. Das eigentlich, also das heißt, man erwartet jetzt vielleicht das Öl vielleicht dann doch nochmal wieder in Richtung der 51, 52. Aber wie gesagt, News dazu habe ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Gold natürlich, Gold profitiert so ein bisschen ganz minimal. Das merkt man so ein bisschen, die Korrelation leicht fallender Aktienmarkt, leicht steigendes Gold.
Aktuell sollte es stärker runtergehen in den Aktienmärkten, noch nachhaltig oder wirklich nachhaltiger runtergehen, würde ich hier durchaus erwarten, dass das Gold nochmal ein bisschen ansteigen kann. Das Gold aber tendenziell erstmal auch hier als, es ist für mich jetzt hier kein Long-Signal, sondern wenn dann nur ein Eindeckungs- oder das Schließen von entsprechenden Short-Positionen und aktive Käufe sehe ich da jetzt noch nicht. Dafür müsste sich irgendwie erstmal so eine Umkehr ausbilden, die dann zeigen würde, okay, da ist ein bisschen mehr wie nur Short-Eindeckung, sondern das wären dann hier Käufe in Gold. Sehe ich aber aktuell noch nicht. Wie gesagt, Tendenz wäre, dass wir hier nochmal hier runtergehen in dem Preisbereich. Dann schauen wir uns nochmal den Dow Jones an. Hier hatten wir, also das könnte ein interessantes Fehlsignal auf, ja, wie gesagt, mein Chart, der haut ja nicht hin. Jetzt gehen wir wieder auf den 4-Stunden-Chart, ich weiß auch nicht. Das Kuriose ist, wenn ich ein Live-Konto aufmache bei Admiral Markets, dann haut mein Tageschart auch hin, aber ich weiß nicht, warum der das nicht mag. So, Na, der speichert ja auch die Kurse immer pro Konto. ach so, okay. Theoretisch müssen wir nachschauen, aber ich glaube, das ist so. Ja. Dem auch sei, nee, nicht theoretisch, das ist definitiv so. Ja, definitiv so. Das sind da zwei verschiedene Server. Insofern, ja, das, wie gesagt, die, Wir prüfen das, wir prüfen ja, das. Ich rufe dich nachher an, Roman, genau, dann machen wir das. mach es. Gut, also wir hatten ja gestern in den USA diesen starken Durchstich gesehen auf der Unterseite, der wirklich alles rausgenommen hat. Und das Positive ist, warum ich heute im DAX auch eventuell positiv wäre, ist, wenn in den USA dieser graue Preisbereich, nachdem er wirklich rausgezogen wurde und wieder zurückerobert wurde, dass wir dort heute vielleicht, wenn keine Verkäufe, also keine zweite Welle kommt. Und die Amis haben es in letzter Zeit nicht so mit der zweiten Welle. Also die machen entweder eine Richtung und dann Reverse in die andere Richtung. Das heißt, wenn die Amis heute den Preisbereich irgendwo um 20.000, ich sage jetzt mal 870 bis 20.850 irgendwo halten und dann anfangen heute zu kaufen, dann sehe ich den DAX durchaus auch recht positiv, weil dann wäre das hier unten ein schönes, schönes, fettes Fehlsignal auf der Short-Seite gewesen, eine schöne Falle. Und was aus einer Falle entstehen kann, haben wir hier auch schon mal gesehen, nachdem der Dow das auch hier am 4.5. nach unten unterschritten hat, gab es auch erstmal wieder die Action auf der Oberseite. Und da, genau das würde ich hier auch erwarten, nachdem die Action gestern auf der Unterseite war, kann man das Ganze sich durchaus auf der Oberseite, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ansonsten war natürlich das Ding ein astrein, also wie gesagt, das hier ist astreiner Future Hedge Verkauf plus komplettes Reverse und ja, das ist natürlich genial. Das ist ein Traum, das zu handeln. Also ich habe gestern das Ding hier komplett durchgeknistert, durchgehandelt, 2 Stunden am Stück ohne Pause konnte ich da gestern diese Order, also dieses Hin und Her hier komplett durchhandeln und wenn man nicht den ganzen Tag gehandelt hätte, hätte ich von hier unten aus die ganze Zeit die Longs alles mit, also nicht alles, aber vieles davon mitnehmen können. Super Signal, vielleicht noch an der Stelle, 2 Minuten haben wir ja noch, ganz gut. Also achtet mal, wenn ihr solche Hedge-Orders seht, allgemein ein kleines bisschen Ausbildung. Man soll ja auch ein bisschen was lernen hier. Das heißt, ihr legt bei sowas, bei solchen Hedge-Verkäufen, also bei extrem schnellen, starken Verkäufen, legt ihr ein Fibonacci-Retracement an und dann achtet ihr auf das 61er Fibonacci-Retracement. Und ich habe es, kann es immer nur wiederholen. Man wird es nicht so oft sehen, aber wenn es dann mal läuft, dann ist es auf alle Fälle extrem gut. So, halt, warte mal, jetzt muss ich hier mal die Eigenschaften von dem Daily hier machen, damit man das. Ich mache es jetzt mal kalkgrün. Ist vielleicht jetzt nicht so schön, aber jetzt schaut mal hier auf das 61er Fibo und was danach passiert. Das heißt, oftmals laufen die Eindeckungen genau bis zum 61er Fibonacci-Retracement und ab dem 61er geht es dann schnell. Im Idealfall bei den Amis durchaus optional, dass aus diesem Ding direkt der Markt komplett bis zur Eröffnung, wo er angefangen hat zu fallen, direkt durchsticht. Hat er gestern nicht geschafft, sind ja auch immerhin hier, ja, was sind 45 Punkte sind das jetzt hier. Und aber der Plop hier zumindest hat nochmal für 30 Punkte gesorgt. Also das ist ja jetzt hier ein 1-Minuten-Chart. Das heißt, in dem Falle, hier ging das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten schön durch. Am Stück schön mal 30 Punkte gerissen. Da lässt sich natürlich schönes Geld verdienen, wenn man weiß, wie es läuft. Gut. Ja, Gut, so, 9 das Uhr.
9 Uhr, sicher, super geschafft. Ja. Kopiere mal hier noch schnell den Rest hier rein und dann haben wir Mach's es. bitte, genau, Gut. und auch dein Schlusswort. Darf ich das sagen? Also, ich wünsche euch auf alle Fälle, ja, ich wünsche euch zum Freitag auf alle Fälle einen guten Start in den letzten Handelstag. Wie gesagt, einige Szenarien sind bekannt oder habe ich versucht aufzustellen. Denkt immer in Szenarien, wenn dann oder auf der anderen Seite, wie sage ich immer schön, WMDMW, wie macht der Markt was? Welches Szenario zieht er? Und das versuchen dann umzusetzen. Und ja, ansonsten ein angenehmes Wochenende mit wenig Regen und viel Sonne. Ja, und freue mich, dass wir uns am Montagmorgen ab 8:30 Uhr wiederhören. Bis dahin, schön mit Öl, schönes Wochenende, euer Heiko. Freue ich mich auch. Und Heiko, vielen, vielen Dank. Der Mikro ist schon aus, der hat uns schon verlassen. Auf jeden Fall, Herr Behrendt, vielen, vielen Dank, sage ich Ihnen nochmal an dieser Stelle. Und wir freuen uns, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie auch an weiteren Webinaren von Admiral Markets teilnehmen. Wir haben einige für Sie und auch die nächste Webinare erwartet schon in 60 Minuten, ist dann wieder Punkt 10 am Start. 5 Tage, 5 Trader analysieren die Trades heute mit dem Kollegen Dirk Frischewski. Und wenn wir Sie zudem von unseren Konditionen überzeugen dürfen, dann freuen wir uns selbstverständlich auch. Den DAX, um den es heute hauptsächlich geht oder ging, den gibt es bei uns zu dem einzigartigen Spread von 0,8 Punkten, typisch von 8 bis 22 Uhr. Gerne in CFD-Minis gehandelt. Das bedeutet ab Punktwertigkeit von 10 Cent. Selbstverständlich ohne Stoppabstände, ohne Mindesthaltedauer und ohne Requotes. Und wenn Sie weitere Fragen zu dem DAX oder zu weiteren Instrumenten haben oder auch zu anderen Dingen rund um Admiral Markets, gerne her damit, gerne melden Sie sich bei uns. Wobei da muss ich ganz kurz noch einhaken. Gerade die Telefonleitung ist in den letzten Tagen etwas gestört. Wir warten auf eine Endstörung, scheint eine größere Sache im Großraum Berlin zu sein. Aber über E-Mail sind wir immer noch erreichbar. Und selbstverständlich, die sozialen Medien dürfen nicht vernachlässigt werden. Die heutige Session wurde übrigens auch aufgezeichnet und erscheint im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Channel. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihr Interesse von Admiral Markets, von mir, Roman Kautjanski, und wir hören uns allerspätestens dann am Montag 8:30 Uhr. Machen Sie es gut. Tschüss.